Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships, auch wenn wir heute mal nicht spielen, sondern es ist die Eventübersicht. Ja, denn es gibt sehr viele Events im Spiel und ich dachte mir mal, ich bringe mal ein bisschen Ordnung in das Ganze und zeige euch mal alles. Ein paar laufen schon, ein paar sind jetzt relativ frisch neu hinzugekommen. Das Geblinke nervt mich hier. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch mal alle. Und ja, ich war auch beim Friseur, wie man glaube ich unschwer erkennen kann. Ich bin endlich mal ordentlich haarelos geworden. Das sah ja schrecklich aus in meinen letzten Videos. Entschuldigt, dass ihr euch das ansehen musstet. Aber ja, legen wir jetzt auch mal los und schauen wir doch mal fix in die Waffenkammer, was losgeht. Also das, was los ist, brüllt es uns auch schon an. Und gehen wir mal einfach alles Stück für Stück durch. Erstmal, was haben wir für Events? Also, wir haben im Spiel gerade theoretisch gesehen 1, 2, 3, 4, 5 Events. Es müssten 5 sein. Und zwar Tag der Deutschen Einheit. Gut, der geht nur auf 5 Tage, deswegen werde ich den auch gleich zuerst machen. Expedition zum Nordpol. Das geht noch ein bisschen länger. Bis zum 1. Dezember, beziehungsweise bis 44 Tage, ja. Schlacht im Golf von Leyte. Ich studiere Geschichte und weiß gerade nicht, wie man das ausspricht. Das ist leicht peinlich. Jagd auf Rote Oktober. Oh, ist ein richtig geiler Film. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber es ist nur Roter Oktober, nicht Jagd auf Roter Oktober. Kann ich aber nur empfehlen. Sehr, sehr geiler Film. Auch wenn ihr wahrscheinlich viele von euch U-Boote hasst in dem Spiel, aber toller Film. Ich mag ihn sehr. Und natürlich die Panamerikaner-Schlachtschiffe. Allerdings, das ist ja auch schon fast vorbei. Deswegen fangen wir hiermit an. Also, die Panamerikaner-Schlachtschiffe läuft dann auch das Event. Ihr könnt euch hier noch ein bisschen durchbeinen, wenn ihr wollt. Dann kriegt ihr Marken oder die Almete Grau, Almirante Grau, ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Wie heißt du nochmal? Almirante Grau, doch, Almirante Grau. Und ja, wenn ihr sie hier direkt vorne habt, dann würde ich euch empfehlen, euch das Schiff zu holen. Ansonsten werden die Schiffe aus dem Vorabzugang verschwinden und zwar in 13 Tagen. Also in 2 Wochen. In 2 Wochen kann man sich dann die Libertad und so weiter holen. Ich freue mich sehr auf die Schiffe. Ich finde die mega geil. Alleine schon, wie dieser Koloss einfach nur aussieht. Da schlägt mein Schlachtschiffherz höher. Guckt es euch an. Oh. Vor allem, ne? Hier, also da, dieses Heck. Also, I love it. Ich mag diese Schiffe. Ich finde es geil. Das ist wieder mal irgendein schwachsinniger Entwurf, den Wargaming aus irgendeiner Kiste angeblich rausgekramt hat. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber diese Schiffe wurden niemals geplant. Ja, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist alles so, ja, wenn, ja, vielleicht und so weiter. Also ich habe auch nie gehört, dass solche Schiffe geplant wurden. Und wie gesagt, ich studiere den Stuss ja auch zum Teil. Also deswegen, das. Mein Auge juckt. Wieso jetzt? Aber ja, so viel dazu auf jeden Fall. Die Schiffe kommen bald in den Vorabzugang. Ich freue mich sehr drauf. Sind coole Schiffe und genau. Gut, machen wir weiter. Wie gesagt, Tag der Deutschen Einheit läuft ja auch noch. Klar, da habe ich über das über dem Update dabei gesprochen, aber trotzdem hier nochmal die kurze Übersicht. Die Hildebrand könnt ihr euch ja gerade freikaufen. Mit etwas Glück kriegt ihr sie auch. Meine Empfehlung ist wirklich, ballert für 25.000 Kohle euch ruhig diesen einen Container hier. Deutsche Kreuzer lohnt sich schon und vielleicht auch, ich habe jetzt die ersten 3 gekauft, ne? Vielleicht eher die ersten 2 kaufen. Hier sind sogar 2 Stück drinne. Deswegen, also dann kriegt ihr 3 Container für 1.000 Dublonen. Das ist kein schlechter Preis. Oh Gott. Da musste ich aber ganz böse gerade mal plötzlich niesen. Ui, tut mir äußerst leid. Und ihr kriegt auch noch gute Booster raus. Und halt vielleicht das Schiff mit sehr viel Glück oder halt auch ein bisschen Geld und so weiter. Also die Container sind. Es gibt schlechtere Container im Spiel, es gibt bessere Container im Spiel. So schlimm finde ich sie jetzt nicht. Und vor allem die Hildebrand ist ja ganz lustig, ne? Ist ja ein interessantes Schiff, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, kommen wir mal zum Expedition zum Nordpol. Viele von euch werden sich fragen, was zur Hölle ist das eigentlich? Weil das ist irgendwie so ein Event, was Wargaming auch so nebenbei laufen lässt. Ihr habt hier so eine Meilensteine, 1000. Ich bin auch sehr verwirrt. Also ich bin wirklich extrem verwirrt, was dieses Event angeht, weil es ist unnormal einfach.
Das ist so mein Punkt. Also ihr seht ja gerade dein Fortschritt 5000 von 10.000. Hier steht es auch, die Marken führen automatisch die Belohnungslinie auf und gewähren ab Update 13.8 bis zu den ersten Tagen von Update 13.11 Fortschritt im Event Expedition zu Nordpol unter der Eventkategorie der Waffenkammer. So, erhaltet für einen begrenzten Zeitraum aus Kampfaufträgen, zu denen kommen wir gleich. Ihr seht das hier, wenn ihr 1000 habt, kriegt ihr... Okay, steht nochmal das gleiche, wenn ihr 1000 habt, kriegt ihr ein Container Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr 2500 habt, kein Zehner, sondern eine Tarnung für einen Zehner. Hier. Wenn ihr 5000 habt, kriegt ihr zwei Container. Ich habe schon 5000. Das sind die stärksten Container im Spiel, also die Mega-Weihnachtsgeschenke, aber Weihnachtsgeschenke sind trotzdem schon nicht schlecht. So. Jetzt wird's sehr verwirrend. Für 7500 kriegt ihr einen Stufe 10 Schiff? Kriegen alle for free einen Zehner? Wenn das so sein sollte, und offensichtlich, das ist for free. Bisher waren die Aufträge die leichtesten überhaupt. Wenn das so sein sollte, dann Gott gnade dieses Spiel. Weil das ist zu viel. Das sind zu viele Spieler. Das ist viel zu viel, zu viel, zu viel. Also wenn, das Ding ist, wenn Leute sich irgendwie durchpayen, das ist ja im begrenzten Maße, ist das ja machbar, indem man sich Premium-Schiffe kauft und so weiter und irgendwie mit Gold und so weiter die Erfahrung umwandelt und dann irgendwie einen Zehner sich hochkauft. Das ist schwierig, je nachdem, ob gerade ein Schiff rauskommt. Jetzt zum Beispiel ist die Hildebrand herausgekommen, dann kann man sich auch zu einem Zehner durchkaufen quasi, ja. Dennoch, das kostet verdammt viel Geld, sich einen Zehner so gesehen zu holen, ohne viel Erfahrung zu haben. Und ich fände es, das hat auch irgendwo noch einen Sinn. Das funktioniert bei Wargaming wirklich nur, bei Warships nur begrenzt, weil ihr merkt immer noch, deswegen mache ich auch gerne Anfängervideos, damit die Qualität des Gameplays steigt, weil wir haben zu viele nicht so gute Spieler in Stufe 10 Gefechten, die Qualität einfach extrem, extrem senken, was den Spielspaß mindert. Und wenn jetzt alle for free einen Zehner kriegen, klar, man muss hier schon seit ein paar Monaten das spielen, aber trotzdem, das ist zu schnell. Vor allem, was für einen Zehner? Das ist halt auch noch so die Frage. Ey, ich weiß jetzt nicht, ob jeder denselben Zehner bekommt, jeder einen anderen Zehner bekommt. Weil wenn jeder denselben Zehner bekommt, wird mit einem Schnüffstyp, werden die Gefechte so überschwemmt. Deswegen, ich bin da, oder kriegt jemand einen 100% Coupon für irgendeinen Zehner? Ich weiß. Auf jeden Fall am Ende gibt es dann nochmal drei Weihnachtsgeschenke, was man auch immer damit will, nachdem man einen Zehner bekommen hat. Eich, ich weiß es nicht. So, wenn hier auch mal hingeht, Expedition zum Nordpol. Hier habt ihr ja schon mal die zweite Auftragsreihe, die erste gibt es ja nicht mehr, die ist ja schon fertig. Und das meine ich halt, die sind sau einfach. Verursachte sie 50.000 TP-Schaden an Schiffen. Das geht überall, außer im Clan-Gefecht. Oh nein, schwierig. Verdienen sie 2250 Free XP. Oh nein, noch schwieriger, noch ein Auftrag, den man durchaus in einer Runde machen kann. Den hier erst recht. Verdienen sie 5000 Base XP. Oh nein, der erste Auftrag, für den man 2 bis 5 Runden braucht. Und oh nein, dann hat man es geschafft. Das ist 0% schwer. So, gucken wir uns mal noch die anderen an. Die sieht man ja sogar schon. So, was haben wir hier? Verdienen sie 4000 Kapitäns XP. Oh nein, wieder ein Auftrag, den man in einer Runde schaffen kann. 2000 Bänder Hauptbatterie oder Sekundärbatterietreffer. Wieder ein Auftrag, den man in einer Runde schaffen kann. 1,25 Millionen Quellpunkte. Gut, die kann man nicht in einer Runde schaffen, aber es macht man trotzdem nebenbei in ein paar Runden. Verursachen sie 700.000 Damage. Auch selbstdrehend. Auch nicht in einer Runde, aber trotzdem 20.000 Base XP. Oh nein, hier werden die Aufträge schon schwieriger. Sie werden insofern schwieriger, dass ihr... Mein Gott, die Beleuchtung ist wieder großartig. Die Beleuchtung ist wieder großartig. Es tut mir leid. So, herzlich mal mich wenigstens. Wieder einen Auftrag, wo man... Macht meine Nase Stress. Ja. Wieder einen Auftrag, den man halt easy nebenbei machen kann. Die Schwierigkeit besteht dahin, dass sie länger dauern. Dass ihr nicht mehr das in ein oder zwei Runden machen könnt, sondern jetzt müsst ihr halt 10 Runden spielen. Innerhalb von 43 Tagen. Okay, never mind. Die Aufträge sind erst in 13 Tagen da, innerhalb von einem Monat, von 30 Tagen. So, dann sind die hier freigeschaltet. Was kriegt man? Und vor allem, ich habe jetzt 5000 Punkte. So, wie viel kriegt man hier raus? 500, 750, 2500, 3500. Das zusammengerechnet kriegt man nochmal 5. Hä? Ich hab mich gerade nicht verrechnet im Kopf. Ich habe doch jetzt schon 5000 Punkte. Wait a minute.
Taschenrechner. Ich habe mich gerade nicht, weil das kommt. Irgendwas. Nee. So, 500 plus 750 plus 1250 plus 1000 plus 1250 plus 250 sind 5000. Bin ich irgendwie krasser? Warum habe ich schon. Ich habe halt null auf dieses Event geachtet, weil es mir fast schon egal ist, weil es sau einfach ist. Vor allem, stimmt, hier oben ist auch halt eines von 5 Stufe 8 Schiffen runter, die North Carolina. Wo kommt denn das hierher? Besseres Geschenk für. Ich verstehe es nicht. Auch denn hier. Ich reihe dieses Event nicht. So, ich habe jetzt schon 5000 Punkte. Bedeutet, ich habe das hier schon safe. Und mit der zweiten Auftragsreihe kriegt man nochmal 5000 Punkte. Bedeutet, ich hab's. Man hat's dann. Also ich vermute mal, bei euch ist das nicht anders. Ich hab's dann schon geschafft. Mit der zweiten Auftragsreihe. Und wofür braucht man dann die hier? Wo nochmal zigtausende Punkte drin sind? Und das hier ist auch alles einfach. Das macht man auch nebenbei. Das dauert zwar auch wieder natürlich länger, weil 7,3 Millionen Credit-Punkte, das dauert halt einfach. Aber die braucht man ja gar nicht mehr, weil mit der hier hat man ja schon 5000 und die ist sehr viel leichter als die. Ich reiz nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Egal. Expedition zum Nordpol. Gut, machen wir jetzt Schlacht und Golf von Leyte. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Ihr habt hier oben, ne, also ich gehe nochmal hier, Waffenkammer, ne, hier auf die 1, Schlachten und Golf von Leyte, habt ihr hier oben so Abenteuer. Da müsst ihr hier immer raufdrücken. Dann müsst ihr hier abschließen. So. Also müsst ihr die annehmen, die Auftragsreihe. Dasselbe geht dann hier. So, die nächste wird dann am 24. Oktober verfügbar und so weiter und so weiter und so weiter. Bis man die halt alle durch hat. Und genau, dann könnt ihr euch damit Marken verdienen. Damit könnt ihr hier Container kaufen oder hier andere Sachen. Hier könnt ihr sogar so einen Container kaufen, wo die Enterprise dann drin ist. Aber bei dem Event blicke ich auch noch nicht so ganz durch, weil ich es nicht glauben kann. Ich kann es nicht glauben, weil Wargaming ballert raus. Die sind einfach immer so spendabel. Weil folgendes. Also ihr könnt Marken verdienen. Ich habe jetzt nicht, ich sehe halt nicht die Aufträge, deswegen weiß ich nicht, wie viele Marken man insgesamt verdienen kann. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch mit den Marken hier Premium-Container kaufen, wo halt garantiert einen 5er, sie, nee, einen 6er, 6er, 7er, 8er oder 9er drin ist. Solltet ihr die Schiffe schon haben, seht ihr hier unten, kriegt ihr halt Credits. Zum Beispiel, ich habe schon alle 6er und alle 7er aus diesen Containern. Wenn ich mir den Container kaufe, kriege ich einfach sehr viele Credits. So. Und aber trotzdem ist ja cool. Ich meine, ich glaube, einen 6er-Container kriegt man auf jeden Fall hin, weil ich habe jetzt schon ein paar Marken. Hier ist die Auftragsreihe, die muss ich jetzt mal noch fertig machen. Genau, wenn ihr 5 schafft, kriegt ihr 10 Marken nochmal. So. Wenn ihr. Und so sehen die dann halt aus. Ist auch machbar. Verdienen die 12 Base XP. Das kann man machen. 12 Bänder, Wassereinbruch, Brand entsteckt, das kann man auch machen. Wenn euch da manches ein bisschen zu nerven, das geht jetzt Koop-Gefecht. Da kriegt ihr die auch verdient. Das hier zum Beispiel ist sau einfach. Seien sie nur 6 Gefechte und den besten 5 ihres Teams und verdiente Erfahrung. Spielt Ranked. Da habt ihr nur 6 oder 7 Mates. Oder. Geht in Keilerei. Ist das dumm? Ist das dumm? Es geht in Keilerei, wo die Teamgrößen selten über 5, wenn überhaupt, ich kenne keinen Modus, der mir gerade einfällt, wo die Teamgröße über 5 Spieler beträgt. Geht in Keilerei und bitte tut's nicht, aber dann könntet ihr AFK gehen und ihr habt den Auftrag erfüllt. Warum macht Wargaming ja das so einfach gerade? Ich meine, hey, wieso nicht? Aber ich weiß nicht, ob. Keine Ahnung, wieso. Ja, ne, also so sehen da auch. Die Aufträge hier sind auch ziemlich einfach bis jetzt. Und dann kriegt ihr halt die Marken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt man am Ende for free die Tennessee sogar. Die USS Tennessee, sehr, sehr geschichtsträchtiges Schlachtschiff. Kann man hier reingehen, da sieht man sie ja denn. Und, ey, ja, ich will das Schiff sehen. Das Schiff sieht lustig aus. Es wurde bei Pearl Harbor versenkt, dann wieder gehoben. Wie so fast alle Schlachtschiffe nach der Schlacht. Und deswegen ist es ein Erster Weltkriegsschlachtschiff mit einem Facelifting quasi versehen. Und ja, hier, ich finde immer dieses Design, ich liebe es. Ich liebe auch schon meine Kalifornien, die möchte ich auch gleich nochmal zeigen. Aber dieses, das sieht einfach geil aus. Sorry, es sieht einfach wirklich, wirklich nice aus. Mit diesen fetten Dingern.
hier rumzueiern. Und ja, ihr habt halt eine moderne Secondary, 457 mm Panzerung. Die Dinger sind richtig stark gepanzert. Man sieht es halt auch, die Zita ist sehr tief im Schiff und auch unter Wasser. Also auch sehr schwer zu zitern. Und das sind sehr, sehr schöne Schiffe. Die hat ein bisschen wenig Leben. Ist halt auch quasi eigentlich ein Erster Weltkriegsschlachtschiff, also ein Sechser so ungefähr. Und sie hat halt auch ein kleines Kaliber, 356 mm, lädt lange dafür nach. Sind aber halt Drillingstürme, die performen aber ziemlich gut, glaube ich. Trotzdem, kleines Kaliber. Und ja, die Secondary bitte nicht beachten. Und die Flugabwehr ist ziemlich ordentlich dafür, dass es ein Erster Weltkriegsschiff ist. Manövrierbarkeit, ja, die ist halt nicht so ordentlich. 20 Knoten, also fährt quasi nicht. Ist dafür so wendig wie einfach ein DD. Wieso auch nicht, ne? Klar, die Ruderstellzeit ist viel länger, aber trotzdem 640 Meter. Das Ding hat einen Enderadius von einem Zerstörer. Und 40,1 Kilometer Kennbarkeit. Das Ding ist verdammt safe unterwegs. Also, die ist sehr, sehr safe unterwegs. Aber ich bin der Meinung, wenn ich das richtig gelesen habe, kriegt man am Ende die Tennessee, weil hier steht das auch. Es steht doch 6 Phasen. Für diese Auftragsreihe sind Hauptaufträge. 5 dieser Auftragsreihe sind Hauptaufträge. Schließen Sie nacheinander ab, um die Hauptbelohnung des Abenteuers des Schlachtschiff Tennessee zu bekommen. Also. Ich weiß nicht. Ihr könnt euch wirklich eine Enterprise kaufen, wenn ihr alle Aufträge erfüllt habt, könnt ihr euch wirklich die Enterprise kaufen. Und das ist ein richtig geiler Flugzeugträger. Ich werde jetzt mal kurz nochmal die California zeigen, weil das ist quasi ein Schwesterschiff, so ein bisschen. Müsste das Schwesterschiff sein, glaube ich. Da. Ach, ich liebe es. Ich liebe. Sieht so brachial aus. Sie müsste das Schwesterschiff sein. Ich glaube, das ist. Ja, genau. Das zweite Schiff, Schlachtschiff der Tennessee-Klasse. Ja. Habe ich doch richtig im Kopf. Sie ist das Schwesterschiff der Tennessee. War aber hier als 7er. Da macht sie mir sehr viel Spaß. Und hier die Enterprise. Oh. Ach, dieser Flugzeugträger. Ich habe sie gezogen, also zu Supercontainer. Ich bin sehr glücklich. Eines der seltensten Schiffe im Spiel. Die Schlachtflugzeuge sind sehr geil, es sind 12 Flugzeuge, also 3, die mal angreifen, machen sehr viel Schaden, sind viele Raketen, die da aufs Schiff fliegen. Top-Bomber sind Standard-Amerikaner-Top-Bomber, die machen verdammt viel Damage aber für die Stufe. Also auch sehr, sehr geil, aber die Bomber sind vor allem richtig nice. Das sind AP-Bomber mit 2 AP-Bomben und ein absoluter Albtraum für Kreuzer. Also ihr one-hittet damit durchaus Kreuzer, wenn ihr es gut macht, wenn ihr ein bisschen Übung habt. Ein richtig geiler Flugzeugträger. Zumal das höchst dekorierte Schiff, also das höchst ausgezeichnete Schiff, in der Geschichte der US Navy war dieser Träger. Leider wurde sie trotzdem abgefragt in den 60er Jahren. Sehr, sehr schade. Und außerdem allein schon der Name Enterprise. Was will man mehr? Was will man mehr? Geiles Schiff. Kann man sich dann kaufen. Keine Ahnung, wie teuer sie wird. Lohnt tut sie sich meiner Meinung nach schon, außer sie kostet halt wieder zu viel. Vor allem, ja, egal. Gut, das war das. Jetzt kommen wir zum letzten Event. Das dauert länger, als ich dachte, das Video. Und zwar Roter Oktober. Also, ich finde es auch geil. Wargaming hat einen Artikel halt veröffentlicht auf der Seite. Ich finde es auch schön, wie mein Gesicht so rot angestrahlt wird. Und da steht Folgendes drin. Das erste Wort ist Genossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in heutigen Zeiten so ein guter Start ist, aber ne, sei es drum. Und ja, Kopfgeldjagd gab es schon ein paar Mal. Beginnt gestern, endet an Halloween, also ja, 2 Wochen halt, ne? Und genau, also Kopfgeldjagd, ziemlich simpel. Man kann sich hier das Kopf gegen Kopfgeldstatus kaufen. Übrigens, die ersten 3 Mal könnt ihr den noch umsonst kaufen. Also macht's ruhig mal, wieso nicht? Und wenn ihr das Kopfgeldziel versenkt, beziehungsweise überlebt als Kopfgeld oder ja, Team überlebt als Kopfgeld, dann kriegt ihr diese Marken hier. Verdienen Sie eine Auszeichnung Kopfgeldjäger und Kopfgeldjäger ist zerstören ein Gegnerschiff mit der Kopfgeldmarkierung. So, und hier Ablenkungsmanöver. Erhalten Sie 1 Million potenziellen Schaden und verdienen Sie mindestens die drittmeiste EP in Ihrem Team. Das verwendete Kopfgeldjägerschiff muss das Gefecht überleben. Das könnt ja auch ihr sein. Dann kriegt ihr sogar 5 Marken. Also beschützen bringt mehr als zerstören. So. Dann kriegt ihr diese Marken. Und dann gehen wir mal wieder zur Waffenkammer. Und damit könnt ihr dann ganz tolle Sachen kaufen. Zum Beispiel 15 Container Sowjet-Ära.
insgesamt, da sind dann halt, ne, so ein paar sowjetische Schiffe drin, halt, wie man es kennt. Kannst du noch kaufen, 500 Kohle, also quasi gar nichts. Dumme Tarnungen für die Ognivoi und Wladiwostok sind beides geile Achter, aber ja, wenn man es braucht. Ja, also ihr könnt, sorry, ich sag's so, nichts Sinnvolles damit kaufen. Ihr könnt nichts es geht nicht. Ihr könnt dann aber wieder, ja, da war Wargaming wieder richtig großzügig, hier diese Liste hochsteigen. Das Event läuft seit gestern. Wir haben jetzt gerade 12 Uhr, wenn ich dieses Video aufnehme. Also gerade mal wirklich einen Tag. Und es sind jetzt schon Leute mit 43 Kopfgeld. Es ist wieder so typisch. Ich verstehe ja, dass Wargaming hier so Plätze ausgibt. Vor allem, das ist so geil. Ich finde den Platz mit den 1000 Stahl besser als diesen Platz und diesen Platz. Weil das U-Boot ist ganz lustig, aber man kann sich auch so holen. Und 1000 Stahl nehme ich lieber als irgendwas anderes. Und dann könnt ihr hier diese Rangliste hochsteigen. Und es sind jetzt nicht so viele Plätze, also die man so, ne, braucht. Aber genau, dann könnt ihr halt hier diese Rangliste hochsteigen. Und genau, und damit, also ihr müsst Kopfgeldjägerschiffe versenken. Und dann kriegt ihr hier ganz tolle Belohnungen. Wuhu. Die meiner Meinung nach scheiße sind, aber egal. Also das bringt es euch. Ansonsten ist hier noch die Cosmal Minin rausgekommen. Die ich auch nicht so berauscht finde, um ehrlich zu sein. Also, es ist halt ein russischer Rumpf, also dann hier der Neuner. Ach, wie heißt er denn? Oh, Gehirn. Donskoi. Stimmt, Donskoi. Man sieht hier ziemlich stark die Gleichheiten dieser beiden Schornsteine, die Riesenbrücke hier, die Secondary-Türme. Wenn wir uns jetzt nochmal das neue Premium-Schiff anschauen, die mich wirklich auch einfach nicht weiß, was ich halten soll hier, dann sieht man da gleich, dass das hier alles sehr ähnlich ist. Und ja, genau. Also es ist ein Donskoi-Rumpf quasi. Ein bisschen anders, aber ne. Bedeutet aber leider auch ein bisschen mit den Schwächen. 25 mm nur, 100 mm Panzerung seitlich. Allerdings die Zita ist jetzt nicht so gut geschützt. Sie ist sehr weit über dem Wasser. Sie hat hier zwar noch einen Panzerungsshot, aber naja. Ist jetzt nicht so dolle, beziehungsweise Wargamer hat die selbst schon was hingeschrieben. Geringer TP-Vorrat, schwache Zitadellenpanzerung, sie schreiben es sogar selbst hin. Die AP-Granate, die AP hat eine hohe Feuerrate, Sprenggranaten hohen Damage, AP-Granaten hohen Damage und ihr habt hohe Geschossgeschwindigkeiten. Ihr habt Kurzstreckentorps mit hohen Damage und schnellen Reload, warum euch der schnelle Reload auch bringen soll. Hoher Topspeed, großer Wenderadius, hohe Erkennbarkeit, ihr habt einen Motorboost, das ist cool. Einen Heal, einen Radar und eine Hydro. Ich weiß leider nicht, was das Radar für eine Range hat, das könnt ihr gerne unten reinschreiben. Ich vermute mal 12 Kilometer, weil es gibt Russen nur mit 12 Kilometer Radar offensichtlich. Und ja, ihr seht schon, das Ding hat wirklich nicht viele Lebenspunkte. Vor allem ist es ein riesen Kahn, ey, die ist nicht klein. Und auch diese gigantischen Aufbauten laden ja quasi ein, mit SAP oder auch HE darauf zu schießen. Auch wenn, glaube ich, jedes Schiff durch AP mit auch durch die Panzerung durchkommt. Also ja, und sie hat halt deutsche Geschütze. Sie hat halt Hipper-Geschütze, mehr oder weniger. Die laden unter 10 Sekunden nach. Ja, ist eine ganz okay Feuerrate, aber sie hat halt auch nur 8 Rohre. Also, ich finde ja sowieso, von den deutschen Kreuzern ist das Hauptproblem die Feuerrate. Oder eben halt die geringe Geschützanzahl. Gut, der 10er hatte 12 Rohre, aber ne, ist halt, der 8er hat halt nur 8 und lädt dafür zu lange nach. Und hier ist es zwar unter 10 Sekunden, klar, es geht man noch weiter runter. Und die Granaten scheinen wirklich gut zu performen, aber es sind einfach sehr wenig Geschütze. Klar, es ist 203 mm, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist halt eine 8er Bewaffnung. Auf einem 9er. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht geil. Die hat aber eine sehr ordentliche Reichweite auf jeden Fall. Torps sind halt wieder fast typisch deutsche Torps. Also klar, nur russisch eben. Mit 6, also sie haben 6 Kilometer, das meine ich damit. Und auch der Damage ist aber wirklich höher. Sie hat 5 Linkswerfer, also die Torps schallern schon wirklich gut rein, aber schön, 6 Kilometer. Flugabwehr ist, ja, ganz okay. Ist ein 9er Kreuzer, das hat sich so dolle. 36 Knoten. Ihr habt auch noch einen Motorboost. Das Ding ist echt schnell, aber ihr habt halt einen Wenderadius von fast einem Kilometer. Heiliger. Und wirklich eine hohe Erkennbarkeit. Die Tennessee geht später auf als das Ding hier. Ja, kein so berauschendes Schiff. Ja. Also, das war Kopfgeldjagd und Roter Oktober. Hey, das Video geht 25 Minuten, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe sehr viel über die Expedition des Nordpols gelabert. Egal,
Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Video damit füllen kann. Ich konnte ein Video damit füllen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Entschuldigt, dass ich die Woche nicht gestreamt habe. Allerdings habe ich mich mal seit Jahren mal wieder übergeben. Also, es war wahrscheinlich schlechtes Essen, weil danach ging es mir wieder topfit. Aber trotzdem, ich war ja, topfit eben nicht. Ich war ein bisschen dann halt schlapp die Woche, sage ich mal. Und deswegen verzeiht, dass ich nicht gestreamt habe. Es tut mir leid. Allerdings werde ich das nächste Woche dann natürlich wieder in Angriff nehmen. Oder halt am Wochenende, ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Mir hat es Spaß gemacht. Bisschen, also ich mag viele Events, die Wargaming gerade raushaut. Manche finde ich ein bisschen sinnlos, wie jetzt die Kopfgeldjägerjagd bzw. Roter Oktober. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Die Expedition vom Nordpol, da lässt bei mir viele Fragezeichen, ob sie wirklich so spendabel sind. Vor allem, wir kriegen 10er, einen 8er, Weihnachtsgeschenke. Lass uns doch gleich alle 10.000 Dublonen geben. Ich meine, ich nimm's, ne? I take it, aber ja. I don't know. Gut. Schön, dass ihr da dran geblieben seid. Viel Spaß mit den anderen Videos auf meinem Kanal. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag, Abend, Nacht. Was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video schaut, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Macht's gut, tschüssi.